Ja, darauf habt ihr sicherlich schon lange gewartet. Die dreibeinigen Herrscher sind seit Beginn meiner Mission, euch zu unterhalten, eine der meist angefragten Serien auf diesem Kanal. Leider gibt es nur sehr wenige Infos zu der Sendung, da sie kein großer Erfolg war und nach der zweiten Staffel abrupt endete. Wenn ihr jetzt wissen wollt, was ich dennoch für euch in Erfahrung bringen konnte und wie stiefmütterlich diese Serie bei ihrer deutschen Erstausstrahlung behandelt wurde, dann macht es euch bequem und genießt die Show. Das Geflacker nervt vielleicht. Ach Mann, Scheiße, was ist denn das hier für ein Mist? Ja, das passt ja überhaupt nicht. Vielleicht muss der blaue Draht ja doch an den grünen gelötet werden. Was? Blau und grün? Das gibt Mord und Totschlag. Was ist das hier? Keine Ahnung. Ich sehe nur Kabelsalat. Oh, hallo und herzlich willkommen zu... Willkommen beim Fetten Loser im Exil. Ich bin der Fette Loser im Exil und ich begrüße euch ganz recht herzlich zum Start der dritten Staffel hier in meiner general überholten Glotzbuster-Videothek. Leider läuft noch nicht alles so, wie es sein sollte, aber während ich mich darum kümmere, gibt es für euch einen kleinen Blick hinter die Kulissen einer Serie, die auf diesem Kanal so oft gewünscht wurde, dass ich einfach gesagt habe, jetzt kriegt ihr sie. Die dreibeinigen Herrscher. Die Serie ist im Jahr 2089 angesiedelt und bereits in der ersten Szene drängt sich dem Zuschauer die Frage auf, warum es in der Zukunft so aussieht wie im 19. Jahrhundert. Als sich dann auch noch ein gigantischer Metallfuß durchs Bild bewegt, wird uns allen klar, dass hier etwas verdammt schief gelaufen sein muss. Die Erde befindet sich im Vortechnologie-Zeitalter. Riesige dreibeinige Maschinen haben offenbar die Herrschaft über den Planeten übernommen und die Menschen mittels Gedankenkontrolle gefügig gemacht. Dies erreichen sie über eine Metallplatine, die sogenannte Kappe, welche jedem Bürger zum Beginn seines 17. Lebensjahres implantiert wird. Im Buch geschieht dies übrigens bereits mit 14 Jahren. Dieses Ereignis wird von den Menschen als Weihe bezeichnet und entsprechend gefeiert. Dem jungen Will Parker ist dieser Vorgang aber nicht geheuer und so flieht er zusammen mit seinem Cousin Henry kurz vor Erreichen seines 17. Lebensjahres in die Weißen Berge, wo noch freie Menschen leben sollen. Unterwegs schließt sich ihnen der Franzose Jean-Paul an. Gemeinsam versuchen sie, zusammen mit einer Resistance aus den letzten freien Menschen die außerirdischen Invasoren zu Fall zu bringen. Die Serie besteht aus 25 Folgen, die in zwei Staffeln aufgeteilt sind und beruht auf der Buchreihe Die dreibeinigen Monster von Christopher Samuel Ude, die er Ende der 60er unter dem Pseudonym John Christopher schrieb. Die erste Staffel bildet hierbei das erste Buch, Die dreibeinigen Monster auf Erdkurs, von 1967 ab, während die zweite Staffel auf der direkten Fortsetzung Das Geheimnis der dreibeinigen Monster aus demselben Jahr basiert. Die dritte Staffel sollte dann eigentlich den Abschluss der Reihe bilden, wie es bereits in der literarischen Vorlage Der Untergang der dreibeinigen Monster von 1968 beschrieben wurde. Kleiner Funfact am Rande: Dass es sich bei den dreibeinigen Herrschern überhaupt um Außerirdische handelt, wird ursprünglich erst im zweiten Buch enthüllt. Die Bücher kamen bei uns 1971 und 72 im Arena Verlag in den Handel und 1988 gab es sogar einen weiteren Teil, ein Prequel mit dem Titel Die Ankunft der dreibeinigen Monster. Auf diesen Teil mussten die deutschen Leser allerdings lange warten, nämlich genau 18 Jahre. Er kam nämlich erst 2006 in die deutschen Buchläden. Tja, da muss man Geduld haben. Neben den Romanen erschien jedoch 1981 auch eine Comic-Adaption des amerikanischen Comiczeichners Frank Bolli als wöchentliche Fortsetzungsreihe im Boys Life Magazine. Das gesamte erste Buch wurde dabei vom Mai 1981 bis zum Juli 1982 behandelt. Das zweite Buch von August 1982 bis Februar 1984 und das letzte Buch wurde schließlich vom März 1984 bis zum August 1986 veröffentlicht. Diese Adaption hält sich sehr nah an die Buchvorlage. Doch es war nicht die einzige Comicversion, die in den 80ern erschien.
1985 brachte BBC Beep, das BBC Junior Television Magazine, auf den Markt. In dieser Zeitschrift wurden weitere Abenteuer von Will, Henry und Beanpole auf ihrem Weg in die Weißen Berge in Comicform abgedruckt, die an einem bestimmten Punkt in der vierten Folge der BBC-Serie ansetzten. Gezeichnet wurden die Geschichten von John M. Burns, der sich optisch natürlich an der BBC-TV-Serie orientierte. Die Handlung wurde allerdings nie abgeschlossen, da das Magazin Beep nach nur 20 Ausgaben wieder eingestellt wurde. Leider haben es die Comics nie nach Deutschland geschafft. Aber wie wurde aus der literarischen Vorlage nun eine TV-Serie? Tja, das habe ich mich auch gefragt und ich frage es mich noch immer, denn trotz intensiver Recherche habe ich nichts darüber gefunden. Doch was wir wissen ist, dass der Drehbuchautor Alec Rowe 1983 damit beauftragt wurde, das erste Buch der Reihe in ein verfilmbares Drehbuch umzuwandeln. Und als er damit fertig war, stellten die Verantwortlichen bei der BBC erstaunt fest, dass das Material nur für etwa 3 bis 4 Folgen ausreichte. Es wäre einfacher gewesen, zu jedem Buch einen Fernsehfilm zu drehen. Doch die BBC wollte eine Serie. Und so fügte Rowe seinem Skript so viele Nebenhandlungsstränge, neue Charaktere und Füllmaterial hinzu, bis am Ende eine 13-teilige Serie dabei herauskam. Diese wurde von der BBC in Zusammenarbeit mit dem Seven Network Australien produziert. Als ausführender Produzent agierte der britische TV-Produzent Richard Bates, der unter anderem auch 38 Folgen der Serie mit Schirmscham und Melone produzierte. Und so startete die Serie am 15. September 1984 schließlich auf BBC One. Wer die Bücher kennt, wird sich wahrscheinlich über das Auftauchen der sogenannten Schwarzen Garde oder der spirituellen Kenner in der Serie gewundert haben. Tja, das nennt man wohl künstlerische Freiheit. Aber es wurden nicht nur Dinge hinzugedichtet, nein, es wurden auch ganze Handlungsstränge weggelassen. Im zweiten Buch erfährt Will nämlich, wie es den Außerirdischen gelungen ist, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Davon sieht man in der Serie gar nichts. Zudem wurde der Autor John Christopher einmal gefragt, wieso es in seinen Büchern kaum Frauenfiguren gibt. Darauf antwortete er, dass Mädchen zwar Bücher mit Jungen als Hauptfiguren lesen würden, aber nicht umgekehrt. Ja, das ist ein Punkt. Obwohl, so ganz stimmt das ja nicht. Allerdings fand er die Familie, die ausschließlich aus Mädchen bestand und ebenfalls eine Erfindung des Drehbuchautors war, dann doch ein wenig übertrieben. Bei allen kreativen Freiheiten kann man der Serie aber eines ganz bestimmt nicht absprechen. Und zwar, dass sie es versteht, Spannung aufzubauen und diese über weite Strecken aufrechtzuerhalten. Leider beendete die BBC die Serie jedoch nach der zweiten Staffel, da sie sie als zu kostspielig empfand. Und das kommt von einer staatlich finanzierten Rundfunkanstalt. Tja, vielleicht hätten sie mal die Massagesessel für die Chefetage weglassen sollen. Obwohl, wenn man sich die Effekte so ansieht, dann kann man schon ein bisschen nachvollziehen, dass die wohl etwas Schotter gekostet haben. Doch auch wenn diese aus heutiger Sicht ziemlich angestaubt daherkommen, so waren sie für die damalige Zeit doch recht ansehnlich. Allein das computergenerierte Intro war ein echtes Novum und muss schon ganz schön viel Knete verschlungen haben. Und dann natürlich die Tripods selbst, die aus nachvollziehbaren Gründen als Stative bezeichnet und von Martin Bower nach den Entwürfen von Steve Drewitt gebaut wurden. Die Ähnlichkeit zu den Maschinen aus H.G. Wells' Krieg der Welten ist unverkennbar. Wie wandelnde Wachtürme thronen diese Dreibeiner über den Menschen und das musste so bedrohlich wie möglich in Szene gesetzt werden. Hierfür dienten dem Effektsteam neben den erwähnten Modellen, die abwechselnd in Stop-Motion oder auch als Stabfiguren eingesetzt wurden, auch Teilmodelle in Originalgröße, wie der gigantische Fuß eines Tripods, der in einem See auf einem extra angefertigten Sockel niedergelassen wurde. Dummerweise hob und senkte sich der Wasserspiegel des Sees während der Aufnahmen immer wieder, wodurch die Sohle des Fußes aus dem Wasser ragte. Die Modelle wurden per Color Separation Overlay Technik in die vorhandenen Aufnahmen eingefügt und entsprechend beleuchtet. Diese Szene besteht zum Beispiel aus 5 verschiedenen Bildelementen, was einfach fantastisch aussieht. Bei anderen Einstellungen sieht dieser Effekt nicht ganz so gut aus. Alles in allem muss man aber zugeben, dass die Macher der Serie einige interessante Ergebnisse erzielen konnten.
An dieser Stelle werfen wir immer einen Blick auf den Cast der Serie, der sich in diesem Fall allerdings dadurch hervortut, dass keiner der Darsteller heute mehr im Filmbusiness tätig ist. John Shackley, der die Rolle des Will Parker verkörperte, wurde unter 400 Bewerbern für den Part ausgewählt. Doch bereits 1994 beendete er seine Schauspielkarriere nach einigen kleinen Auftritten in verschiedenen TV-Serien und ist jetzt seit 20 Jahren General Manager des AC Hotels in Santiago de Chile. Seine deutsche Stimme erhielt Shackley von Stefan Krause, den wir bereits in unzähligen TV-Produktionen hören konnten, wie zum Beispiel als Erzähler bei Tom und Jerry oder als Garth bei Wayne's World. Außerdem ist er die deutsche Standardstimme von Paul Giamatti, Ewan Brenner und Pauly Shore. Jim Baker konnte nach seiner Rolle als Henry bei den Dreibeinigen Herrschern keine weiteren Schauspieleinsätze mehr verzeichnen und betreibt heute eine Ein-Mann-Seifenmanufaktur. Baker wurde von Matthias Nicolai synchronisiert, der ebenfalls nach 1988 nicht mehr als Synchronsprecher in Erscheinung getreten ist. Seine bekannteste Arbeit ist bis heute sein Einsatz als die deutsche Stimme von Ian Tracy in der Serie Die Abenteuer von Tom Sawyer und Huckleberry Finn. Cary Seal, den wir in der Rolle des Franzosen Jean-Paul sahen, kehrte der Schauspielerei ebenfalls den Rücken. Er machte 2002 noch einmal Schlagzeilen, als von seinem Ableben berichtet wurde. Dieses Gerücht hielt sich hartnäckig, bis er sich 2004 bei seinem damaligen Schauspielkollegen Jim Baker meldete. Bis heute ist nicht bekannt, wo er sich die 2 Jahre über aufhielt. Ihm lieh Nicolas Böll seine Stimme, wie unter anderem auch Emilio Estevez, Billy Zane oder Zach Galligan in Gremlins 1 und 2. Er ist übrigens der Sohn von Klaus Wilke, der auch Michael Landon in Unsere kleine Farm gesprochen hat und die deutsche Stimme von John Saxon und George Hamilton war. Okay, da hätten wir nun also eine tolle Buchvorlage, krasse Spezialeffekte und solide Darsteller. Wieso kennt kaum jemand die dreibeinigen Herrscher? Könnte es sein, dass das mal wieder etwas mit der tollen Ausstrahlungsweise des ZDF zu tun hat? Vielleicht? Ja, das wäre gut möglich, denn das ZDF schien nicht gerade besonders überzeugt zu sein von dieser Serie. Zunächst lief diese ab dem 6. April 1986 noch im Sonntagnachmittagsprogramm, immer 2 Folgen hintereinander. Doch ab hier wird es dann irgendwie strange, denn obwohl die erste Staffel aus 13 Folgen bestand, sendete das ZDF nur 12 davon. Die 13. Folge bekamen wir zunächst nicht zu sehen, und das fast 2 Jahre lang. Denn erst 1988 entschied sich der Sender dafür, auch die 2. Staffel auszustrahlen. Hierfür wurden zunächst die ersten 12 Episoden ab Donnerstag, dem 7. Januar, noch einmal wiederholt und 7 Folgen der 2. Staffel erstmals dazu ausgestrahlt. Dann folgte ab dem 29. Mai eine Pause bis zum 30. August 1988, bevor die restlichen 5 Episoden ausgestrahlt wurden. Dieses Mal allerdings immer dienstags. Und danach? Nichts mehr. Die Serie wurde etwa 30 Jahre lang nicht wieder gesendet. Der Grund dafür sollte mal wieder die Rechte-Situation gewesen sein. Auf jeden Fall fand die letzte bekannte Ausstrahlung 2016 auf dem Internetsender Blitz statt. Ein Trauerspiel. Aber vielleicht hat die Serie gerade deswegen unter Fans einen solchen Kultstatus erreicht. Ich meine, willst du etwas interessant gestalten, dann halte es rar. Tja. Das war so ziemlich alles, was ich euch über die dreibeinigen Herrscher bieten konnte. Außer vielleicht ein paar Bonusinfos. Charlotte Long, in die sich Will in der Serie verliebt, starb kurz nach Beendigung der Dreharbeiten zur ersten Staffel bei einem Autounfall. Für eine Traumsequenz in der 2. Staffel wurde sie von Cindy Shelley ersetzt. 1985 erschien ein Videospiel zur Serie von Red Shift, das von BBC Enterprises lizenziert und von Watermill Productions für das ZX Spectrum entwickelt wurde. In diesem Spiel muss der Spieler an sein Ziel gelangen, ohne von den Tripods gesehen zu werden und ohne zu verhungern oder zu verdursten. Die Walt Disney Company ist seit 1997 im Besitz der Rechte zu den dreibeinigen Herrschern und bereits 2005 wurde bekannt gegeben, dass eine Filmadaption unter der Regie von Gregor Jordan unter dem Label Touchstone Pictures in Vorbereitung sei. Wir warten bis heute darauf.
Interessant ist auch die DVD-Veröffentlichung zu der Serie. Oder sollte ich besser sagen, der DVD-Veröffentlichungen? Denn nachdem mal wieder beide Staffeln zunächst einzeln erschienen, veröffentlichte Koch Media GmbH, heute PlayOn, 2010 eine Komplettbox, in der sich auf 4 CDs das komplette deutsche Hörbuch des dritten Teils befindet. Allerdings brachte das Label die Serie noch einmal 2016 auf den Markt, mit viel Bonusmaterial, aber ohne das Hörbuch zum dritten Teil. Komplettisten sind somit also mehr oder weniger gezwungen, sich beide Editionen zuzulegen. Tja, so viel zu den dreibeinigen Herrschern. Wenn ihr dieses Video als Information okay fandet, dann lasst mir doch einen Daumen da, ihr wisst dann Das ist nicht von mir. Egal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bei all meinen Unterstützern und wünsche euch allen ein grandioses Wochenende. Umgebt euch mit lieben Leuten, die euch gut tun. Und nicht vergessen, den nächsten Beitrag gibt's am Freitag.